In diesem Moment, es geht jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Vielen Dank. So, der Vater, wo steht der? Und das wäre jetzt interessant, das vielleicht auch mal nachzuvollziehen. Was ich mitbekommen habe, sind wir hier, ist er jetzt hier anders und ist noch in der anderen Peripherie, die ich gerade erzählt habe. Ja? Deswegen war es für ihn jetzt auch sehr schwierig nach 9 Jahren, das Ganze mit zu tragen. Er wollte ja auch nichts tragen, was damit zu tun hat, hat sich ja nicht gekümmert und kann praktisch aus dem alten Dasein auch das neue nicht erkennen, weil er selbst noch in dem anderen System lebt, in dem ich halt einfach schon lange nicht mehr bin. Und da keine Verantwortung übernommen wurde, dass er irgendwas mit dem Kind zusammen macht oder dass er mitbekommt, wie das Kind aufwächst oder genau, wie es aufblüht, wie es seine Geschenke auspackt, wie was Schule und hin und her. Und das ganze 9 Jahre hat er einfach nicht mitbekommen. Von daher denke ich, kann er auch schwer was dazu sagen, außer das, was er jetzt schon gesagt und getan hat. Das schwingt natürlich alles mit hinein in die ganzen Sachen. Ja. Die Sache, dass die zwei Sachen eben diese schrille Wegnahme und das nicht sprechen dürfen mit meinem Kind und dass mein Kind einfach niemand hat, wo sie das jetzt ausleben kann oder tun kann, weil es keiner weiß, wie das geht. Das ist natürlich jetzt schwerwiegend für das Kind. Und deswegen kann sie auch jetzt nur unter größten Schwierigkeiten in diese neue Ebene eintauchen, die ihr da aufgezeigt wird, weil sie hat ja jetzt gerade keine andere. Was soll sie sonst machen? Und es macht natürlich Sinn, Kinder nicht so sehr unter Druck zu setzen, sondern auch wenn sie jetzt zum Beispiel wegkamen oder wie immer auch, dass das trotzdem sein kann und aufgefüllt sein kann, weil wenn sie dann wieder rauskommen würden, wie immer sich das in jedem Falle auch verhält, dann hätten sie die größte Möglichkeit, nicht in einem Schockzustand herauszukommen, sondern schon geheilt von dem ganzen Drama. Wenn sie die Kinder so lassen, dann wird es in Zukunft sehr, sehr, sehr schwer werden für diese Kinder. Weil sie dann stark blockiert sind und die alten, unausgesprochenen Dinge von dieser emotionalen Ebene sie sehr, sehr stark belasten. Was sie jetzt auch schon belastet, auch wenn sie das nicht sehen wollen und mir erzählen wollen, dem Kind geht's super. Ich hatte es bereits im anderen Video erklärt, aus meiner Sichtweise. Ja, und Kinder passen sich an, sie sind in einem sogenannten Überlebensmodus. Das nennt sich so. Sie haben umgeschalten, sie mussten irgendwie, um das Ganze zu überleben, in einen neuen Modus wechseln, weil die Welt, in der sie jetzt sind, zu gefährlich ihnen erschien. Das habe ich schon mal in anderen Videos erklärt, besonders in den 41 Analysen, wenn Eltern sich nicht einig sind, bitte schauen Sie das doch auch noch mal durch. Da habe ich es noch eingehender an meinem Fall erklärt und was ich an Fehler gemacht habe. Ja. Und wenn das Kinderheim zum Beispiel auch jetzt hier wieder Nahrung geben würde, wäre es natürlich dann auch nicht ganz so schwer für mein Kind. Und deswegen bitte ich Sie, darüber nachzudenken und gegebenenfalls mich zu kontaktieren, mir Fragen zu stellen. Wie immer auch, alles, was für Lea das Beste ist, werde ich ohne Unterlass tun. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte es irgendwie einigermaßen erklären. Falls mir noch was dazu einfällt, melde ich mich nochmal. Aber das war jetzt das.
was ich sagen wollte, damit sie irgendwie sehen können, dass sie ein natürlich lernendes Kind mit einem Kind, das in der Schule war, niemals vergleichen können. Das ist unmöglich. Das habe ich gerade aufgezeichnet. Kein Mensch ist gleich. Auch nicht, wenn sie sie alle in die Schule geschickt haben. Später müssen sie sich dann ganz oft schwerwiegend in ihrer Persönlichkeit dann wieder verändern und sich selbst finden, weil sie sich eben verloren haben während dieser Zeit. Und ja, ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst zu finden. Meine Tochter hatte das große Glück, sich nicht selbst finden zu müssen. Sie ist schon von Anfang an sie selbst gewesen und freue mich immer noch, dass sie zu mir gekommen ist und freue mich natürlich auch auf den Tag der Rückkehr. Ich hoffe, Sie denken drüber nach und sprechen mit mir und wir können uns gemeinsam natürlich jederzeit an einen Tisch setzen, ganz klar, und können das Ganze mal in der Tiefe anschauen, angucken, vielleicht sogar hier, ja, etwas tun. Die Wahrheit zu unterdrücken, wird nicht auf die Dauer funktionieren. Sie wird irgendwann mal zutage kommen und davon bin ich überzeugt. Denn das Leben hat immer recht. Weder ich noch sonst jemand, das, was passiert, zeigt, was die Wahrheit ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin für Fragen offen. Rufen Sie mich einfach an 089-122-96485. Oder wer dieses Video gesehen hat und noch mehr darüber wissen will oder über das natürliche Lernen oder wenn das Kind irgendwie Probleme hätte, dann einfach gerne melden. Ich finde heraus, wo das Problem liegt. Wir können die Blockaden lösen und dann geht es anders weiter. Danke.